wurde ca. 15.45 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall zwischen Buxweier und Laa alarmiert. Es waren zwei beteiligte Fahrzeuge. Eine Person war in einem PKW eingeklemmt. Die musste dann dementsprechend von der Feuerwehr herausgeschnitten werden. Ein Fahrzeug wollte auf der Fahrbahn wenden und wurde dann von einem anderen Fahrzeug dementsprechend zeitlich auf die Schiebe genommen. Es sind jetzt ca. 20 Mann vor Ort, die Abteilung Buxweier und von der Innenstadt, der dritte Löschzug. Also man muss erstmal den Verkehr absichern und dementsprechend dann die Personenrettung gleichzeitig durchführen. Es gab eine eingeklemmte Person und noch zwei verletzte Personen. Jetzt warten wir noch ab, bis der Verkehrsunfalldienst uns die Einsatzstelle freigibt, dass dann dementsprechend die Ausleuchtung beendet werden kann. Dann kommt der Abschleppdienst und dann ist der Einsatz für uns am zweiten Weihnachtsfeiertag auch beendet. Thank you.